So sieht es also aus, das vielleicht teuerste Projekt der Spielegeschichte. Das Entwicklerteam von Bungie backt auch nach Halo keine kleinen Brötchen, sondern wagt mit dem Open-World-Shooter Destiny ein auf 10 Jahre angelegtes Megaprojekt, für das Entwicklungsstudio seine Belegschaft auf über 400 Mitarbeiter verdoppelt hat. Mit der Veröffentlichung von Destiny im Jahre 2014 sollen alle 2 Jahre Fortsetzungen folgen, während größere Add-ons die Zeit zwischen diesen Hauptteilen der Reihe auffüllen. Was der Herr der Ringe fürs Kino war, soll Destiny im Bereich der Computerspiele werden. Stellt sich natürlich die Frage, welche Sorte Spiel Bungie und Activision für so zukunftssicher halten, dass man damit eine ganze Dekade verplanen kann. Die Antwort? Einen kooperativen Online-Shooter im Stile von Borderlands. Voraussichtlich bis zu 4 Spieler ballern sich gemeinsam durch Horden von Aliens, leveln ihre Charaktere hoch und sammeln Loot, bis das Inventar aussieht wie ein Versandhauskatalog. Auch die Waffen lassen sich verbessern und es stehen 3 Charakterklassen zur Auswahl, die im Wesentlichen dem klassischen Rollenspiel-Trio aus Magier, Krieger und Bogenschütze entsprechen. Doch obwohl beispielsweise der sogenannte Hunter auf Fernkampf und heimliche Angriffe ausgelegt ist, sagt Bungie, das ist immer noch ein Shooter, also kann jeder der 3 ordentlich austeilen. Obendrein verspricht das Team natürlich eine epische Science-Fiction-Geschichte und die geht so. 700 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit durch einen Krieg gegen außerirdische Invasoren beinahe ausgelöscht. Nur eine letzte riesige Stadt ist übrig geblieben, im Spiel nur bekannt als The City. Ihr Überleben verdankt sie dem Traveler, einem gigantischen kugelförmigen Raumschiff, das den Siedlern unter ihm Schutz gewährt und ihnen fortschrittliche Technik schenkt. Uns als Spielern jedenfalls dient die letzte Stadt der Welt als Ausgangspunkt für unsere Abenteuer. Hoch oben auf der obersten Plattform des sogenannten Overwatch-Turmes können wir an Spieltischen um Waffen zocken, andere Spieler treffen und unsere Ausrüstung instand setzen, bevor wir zu Missionen im ganzen Sonnensystem aufbrechen. Neben der verwüsteten Erde warten auch Ausflüge auf den Mars, Heimat der bulligen Alienrasse der Kabal, Trips zur erstaunlich bewaldeten Venus, wo die zeitreisenden Roboterkrieger der Vex ihre Zelte aufgeschlagen haben, gleich mehrere Raumschifffriedhöfe können besucht werden und auch der zur Sperrzone erklärte Mond bleibt vermutlich von uns nicht verschont. Um die schiere Masse an unterschiedlichen Umgebungen realisieren zu können, hat Bungie eigens eine neue Grafik-Engine entwickelt, die es ermöglicht, dass mehrere Grafiker gleichzeitig am selben Level arbeiten, um trotz riesiger Spielwelt einen irrsinnigen Detailgrad zu ermöglichen. Obwohl Destiny auch noch für PS3 und Xbox 360 erscheinen wird, ist die neue Technik klar auf Next-Gen getrimmt und bei den ersten Präsentationen des Spiels stand uns die Kinnlade teilweise so weit offen, dass wir danach den Geschmack von Schuhcreme im Mund hatten. Neben der Entwicklung seiner neuen Grafik-Engine hat Bungie außerdem in ein dynamisches Matchmaking-Konzept investiert. Dies ermöglicht es, Spieler aus verschiedenen Spielsitzungen nahtlos in einer großen Schlacht zusammenzuführen. Ein Squad, das eben noch für sich alleine unterwegs war, kann so direkt in ein sogenanntes Public Event stolpern. Hier der Angriff eines spinnenähnlichen Devil Walkers, an dessen Ghost in the Shell Look man übrigens auch schön sieht, dass Bungies Art Design nach wie vor stark von japanischen Mangas inspiriert ist. Glaubt man der Präsentation, geht das Zusammenfügen der Spielsitzungen ganz ohne Ladezeiten oder Pausen zur Synchronisierung vonstatten, was eine ziemlich beeindruckende Technik wäre. Zur Teilnahme an den Public Events wird aber niemand gezwungen. Wer will, kann das Event auch einfach links liegen lassen und weiterziehen. Einen Haken hat das faszinierende Konzept jedoch, es erfordert eine konstante Online-Verbindung. Selbst wenn man auf menschliche Mitspieler absolut keinen Bock hat, muss Verbindung zum Server gehalten werden. Einen Offline-Modus wird es voraussichtlich nicht geben. Wer damit leben kann, der darf sich aller Voraussicht nach 2014 auf ein absolut fantastisches Science-Fiction-Erlebnis einstellen. Das grandiose Grafikdesign des Spiels, sein scheinbar müheloser Wechsel zwischen Online-Schlachten verschiedener Größe, zusammen mit dem absolut tadellosen Ruf von Bungie gerade in Bezug auf die Spielmechanik, lassen uns auf einen echten Meilenstein hoffen, nicht nur in Bezug auf das Budget. Yes!